Mein Name ist David Roberts. Ich bin Application Hosting Lead Architect bei der globalen Group IT der Heidelberg Cement AG. Heidelberg Cement gehört zu den größten Baustoffunternehmen weltweit. Hier arbeiten über 60.000 Mitarbeiter in rund 60 Ländern. Wir von Group IT verantworten die IT-Standards und die komplette Infrastruktur der globalen Services. Bereits 2010 haben wir die Virtualization First Policy ins Leben gerufen. Wir haben Lösungen von VMware implementiert, unter anderem vCenter und vSphere. Bis heute sind wir mit den Lösungen zufrieden. Allerdings wurde unsere IT im Laufe der Zeit immer komplexer. Vor allem deshalb, weil global auch Lösungen anderer Anbieter eingesetzt wurden. Die Sicherheit, Stabilität und Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten, würde für uns immer schwieriger. Deshalb haben wir einen Experten ins Boot geholt. Der supportet uns nicht nur bei der VMware-Lösung, sondern auch bei der Kommunikation mit anderen Herstellern. Mit Lars, einem Technical Account Manager von VMware, haben wir genau diese Hilfe gefunden. Er ist heute unser Experte für das Thema Virtualisierung und auch für alle Digitalisierungsprojekte. Dabei ist er natürlich zum einen Verbindungsperson zu VMware, aber er kümmert sich auch um das Zusammenspiel der VMware-Products mit den Lösungen anderer Hersteller. Wir haben oft Meetings on-site oder per Telefon. Deshalb hat sich ein mittlerweile 5 Jahren der Zusammenarbeit eine echte Vertrauensbasis aufgebaut. Lars ist ein vertrautester Teammember geworden. Wir hören auf seinen Rat und er ist in alle wichtigen Entscheidungen involviert. Sein Aufgabengebiet der Zeit ist unter anderem die Virtualisierung von unternehmenskritischen Apps wie SAP. Dabei kümmert er sich darum, dass die Migration auf VMware Nouveau umgesetzt wird und arbeitet eng mit dem SAP-Team zusammen. Der Einsatz von Lars als TAM hat 2 große Vorteile gebracht. Erstens, wir haben gigantisches Know-how in die Firma geholt. Zweitens, Einsparung von Ressourcen. Der TAM hat viele Mitarbeiter entlastet und wir können uns wieder mehr auf die übergeordneten Unternehmensziele fokussieren. Wir danken dir, Lars, und freuen uns schon auf die nächsten 5 Jahre.